Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods, Folge 60. Wir beginnen heute mit etwas Crafting. Und zwar haben wir diese wunderbaren Essenzen hier. Und wir sagen jetzt mal, craft uns so viel von dem Zeug wie geht. Sehr schön. Und jetzt soll er uns so viel von dem Zeug craften wie geht. Wunderbar. Dann löschen wir das eben. Und die Sache passt. Also, ich habe diese Essenz gecraftet, weil ich jetzt... aus diesen regulären... Das hier. Redstone-Samen. Sollten wir eigentlich ohne Probleme bauen können. Jawohl. Ein Stück geht sich aus. Dann, machen wir folgendes. Wir beginnen mit dem Abbau unseres Getreidefelds hier. Das machen wir ganz einfach. Hopp. So. Indem wir hier mal die ganzen Samen rausnehmen. Ich weiß gerade nicht mehr von wo. Ah, hier. Haben wir die Ansteuerung. Und sagen diese Samen weg. Wir ändern das Ganze auf Kohlesamen und Redstone-Samen. Und zwar sagen wir dem Pflanzer, er soll in diesem Feld hier Redstone-Samen und in diesen Feldern hier Kohlesamen pflanzen. Dann ändern wir die Filter auf Kohle und Redstone-Samen. Und das sollte eigentlich reichen. Das sollten wir hier nicht mehr benötigen, denn wir werden nie so viele Samen bekommen, dass das hier alles voll wird. Oh, es wird Nacht. Und den Rest sollte eigentlich der Ernter für uns übernehmen. Mal sehen, wir haben hier von hier hinten den Input. Das heißt, die Samen sollten wieder im Pflanzer landen und der Rest landet da hinten in unserem... Ah, hier eigentlich nichts. Der Rest landet da hinten in unserem System. Genau um dieses besagte System hier werden wir uns jetzt als nächstes kümmern, nachdem ich durch die Nacht geschlafen habe. So, und zwar machen wir hier jetzt folgendes. Wir haben hier drunter unsere Zuleitung, die, wie ihr vielleicht noch wisst, mit unserem Ding da unten verbunden ist. Hier unten kommen die Sachen von den Erntern her, fließen dann zuerst nach unten, um den Zerstoßer für den Bio-Kompost-Dingsbums, wie hieß es nochmal, die Biomasse zu befüllen und anschließend nach oben in die Fässer, falls es unten nicht rein konnte. Das ändern wir jetzt, dass es immer nach unten fließt. Und hier machen wir wieder zu. Hier habe ich gerade nichts, machen wir später. Und hier ist auch nichts, hier machen wir zu. Ein Loch in der Erde ist nicht so toll, sonst spawnt uns vielleicht nochmal ein Zombie drin. Dann stürzen wir uns in unseren Keller. Erstmal groß werden. So. Und zwar habe ich hier schon einige Arbeit geleistet, während wir in der Zwischenzeit. Zum Beispiel habe ich, hier sieht man es, ein ME-Kabel von hier komplett rundherum gelegt. Man sieht es hier nochmal, hier unten, und hier herüber bis hierher. Warum das Ganze? Na, eigentlich ganz einfach. Ich möchte jetzt das Ganze so machen, dass alles, was nicht im Hopper landet, in unser ME-System importiert wird. Es ist zwar relativ, ich hätte natürlich ein ME-Kabel rauflegen können zu den Pflanzern und so weiter, aber ich dachte mir, wir haben das Ganze hier schon fertig. Warum also nicht gleich weiterverwenden? Das Problem ist, ich kann das die ME-Schnittstelle jetzt nicht hierher setzen, sonst ist nicht garantiert, dass das Zeug auch zuerst in den Trichter geht. Deswegen machen wir das so, dass wir die Schnittstelle hier herstellen und einfach hier ein Item-Tag drüber legen. Das heißt, jetzt ist garantiert, dass der Trichter hier priorisiert wird, weil er näher am Ziel liegt als die Schnittstelle. Alles, was damit nicht in den Trichter geht, fließt automatisch in den in die Schnittstelle und landet in unserem ME-System, wie wir es schon einige Male gemacht haben.
Das heißt, unsere Erzeugnisse vom Pflanzer her sollten eigentlich jetzt im ME-System landen, außer unsere Kartoffeln und Karotten. Das heißt aber auch, dass wir diese ganzen Dinge hier nicht mehr benötigen. Die kommen jetzt mit uns mit. Wo ist unser Transportwagen? Und zwar kommen die... Ja, doch, machen wir. Und zwar kommen die ganz einfach in unseren Kistenraum. Wir können hier einfach noch eine zweite Seite machen, wo wir die ganzen die ganzen Fässer von unseren Farmen platzieren. So, wir hatten so viele Fässer, dass ich das letzte, dass ich sogar den Raum etwas vergrößern musste dafür. Was wir jetzt machen, ist einfach hier Speicherbusse anschließen. Ah, der war verkehrt platziert. Genauso wie auf der anderen Seite auch. Und natürlich müssen wir das Ganze auch noch irgendwo verbinden. Warum nicht hier hinten? 1, 2, 3. Damit haben wir jetzt endlich diese ganzen Dinge hier in unserem ME-System. Und was natürlich passiert ist, wenn es jetzt hier drüben in der Schnittstelle, bei sich was zum Beispiel Weizen oder was auch immer, importiert wird, dann landet der Weizen an sich nicht im ME-System, sondern hier. Was wir aber noch machen müssen, ist Folgendes. Wir gehen mal in unser ME-System und schauen uns die Festplatten an. Wir haben nämlich das, also es ist nämlich ziemlich sicher noch einiges an Weizen und einiges an Weizen im ME-System, das nicht in diesen Fässern enthalten ist. Die Frage ist, macht uns das was oder nicht? Ja, ich denke eigentlich kann es uns egal sein. Das fällt mir ein. Ich habe hier noch ein paar 4K-Speicher erzeugt. Bauen lassen, besser gesagt. Weil, ich vergesse immer, das I gibt es noch nicht. 1, 2, 3, 4. Weil das hier schon langsam etwas knapp wird. 1, 2, 3, 4. So, das sollte wieder länger halten. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist etwas Aufräumarbeiten. Das heißt, wir benötigen ein paar hiervon, etwas Erde und begeben uns heraus. Was wir hier nämlich noch machen müssen, ist erstmal die Mauer hier wieder vervollständigen. Zack. Ah ja, und hier hätte ich mir eine kleine Abkürzung gebaut. Deswegen ist hier ein Loch. Müssen wir natürlich auch wieder zumachen. Und was ich nämlich noch machen will, ist diese, wie hießen sie denn, Förderbänder an die Mauer entlang stellen. Okay, so geht's auch. So, Förderbänder entfernt, Lücke hier wird wieder aufgefüllt. Mist, es wird schon alles zu krass, jetzt kann der Bildersound nicht alles auffüllen. Und hier müssen wir das Förderband wieder aufbauen. Und natürlich diese, wie hießen sie nochmal? Super Crafting Frames benötigen wir auch nicht mehr. Sehr schön. Und der hier fährt schon an der, am Förderband entlang. Den fange ich hier unten ab. Es sei denn, ich höre einen Blaze. Ja, da unten ist er. So, jetzt sollte es sicher sein. Habe ich ihn? Jawohl, 3 Stück. Warum zeige ich euch nicht mehr, was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe? Und zwar, erstmal habe ich die Tür hier nach vorne verlegt und blau gemacht. Das andere hat mir nicht so gefallen. Und zwar, das hier kennt ihr ja schon. Aber hier habe ich das Ganze fertig gebaut und ich habe den die metallurgische Infusionsmaschine und den Osmiumkompressor auch angeschlossen. Das heißt, ich kann mir jetzt diese Metalllegierungen und Glowstone-Bahn auch vom ME-System bauen lassen. Hier sind entsprechende Filter eingestellt. Denn der Trick dabei ist ja, dass ich eben 2 Input brauche habe, die ich belegen muss. Deswegen habe ich das so gemacht, denn mit einem Interface kann ich nicht auf 2 Seiten Input machen. Das heißt, für die angereicherte Legierung legt er einen Redstone und einen Eisenbahn in die Kiste.
Es wird dann hier herausgepumpt und der Redstone landet hier auf der Seite, und zwar in diesem Slot, und das Eisen landet oben in diesem Slot und erzeugt eine Legierung, und auf der Rückseite wird wieder rausgepumpt und in die da hinten versteckte Schnittstelle, wie bei den anderen Maschinen auch. Und ich habe die halbe Wand eingerissen. So. Türe zu. Und wir gehen auf die andere Seite. Heute kümmern wir uns nämlich um das hier. Das erste, was wir hier machen, ist, ihr seht, was ich hier mitgebracht habe, eine ME-Zugangskonsole. Diese hier anschließen. Mal sehen, irgendwo, ach nein, oben war ja das ME-Kabel, irgendwo hier oben, jawohl, sollte ein ME-Kabel verlaufen. Und, ha, damit haben wir Zugang zu unseren Sachen hier. Ihr seht, hier ist unser Mob-Tank, also unsere Mob-Essenz ist schon fast voll. Und hier haben wir eigentlich immer ziemlich einen ziemlich vollen Flash-Tank. Darum kümmern wir uns jetzt als erstes. Und zwar habe ich hier schon den Flash-Verpacker hergestellt, der momentan aber keinen, ja, eigentlich gar nichts tut. Denn er hat keinen Strom. Das wollen wir als allererstes ändern. Mit Energieleitungen. Und hier unten sollte ja eigentlich irgendwo noch eine Stromleitung laufen. Ha, gefunden. Oh, sehr praktisch. Ich läuft sogar hier rüber. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und das Ding mit Strom versorgen. Dann, Fluidakt sollten wir einige haben. Und wenn wir das Ding hier jetzt anschließen, sollte... Jawohl. Ja, Fleisch bekommen, und ihr seht, er spuckt jetzt diese Fleischdinge aus. Das ist natürlich super optimal. Deswegen... Hä? Oh. Ich habe mich gerade gewundert, ich hatte doch 8 von den Dingern oder so. Aber ja, stimmt, das hat er für die Speicherbusse für die... Das hat er für den Speicherbus für die anderen... Fässer von vorher benötigt. Was wir hier jetzt machen, ist schlicht und einfach ein Interface daneben herstellen. Dann, jawohl, sollte er aufhören mit Fleisch um sich zu spucken, und das Fleisch sollte im System landen. Sehen wir nach, ob es stimmt. 590, jawohl, 591. Perfekt, funktioniert. Damit läuft das Ganze wieder. Und wir sollten vorerst zumindest mal nie wieder Hunger leiden, sagen wir mal so. Zack, das sollte auch entleeren. Mal sehen, ob er nachkommt. Und wir bekommen mehr pinken Schleim. Dann, der nächste und Hauptpunkt ist das hier. Ihr seht, hier ist schon alles ziemlich voll. Ich habe hier etwas Besonderes damit vor. Und zwar, als erstes mal die Tanks hier entfernen. Entfernen sagte ich, nicht umschalten. Und ich möchte die Mob-Essenz eigentlich nicht direkt in das System importieren, sondern ich habe etwas anderes damit vor. Lasst mich kurz das hier reparieren, damit wir hier wieder ordentlich laufen können. Was ich jetzt machen will, ist eine Autoverzauberungsmaschine unter Anführungszeichen zu bauen. Dazu brauchen wir aber mehrere Dinge. Hat der einen internen Speicher? Jawohl. Ich hole noch eben, beziehungsweise ich hole nicht, sondern wir craften eben zwei Maschinen, die ich dafür verwenden will. Ich hoffe nur, dass ich die Materialien dafür bereit habe. Ja, Moment. So, ich habe jetzt noch zwei Dinge gecraftet, nämlich einen automatischen Zaubertisch und einen automatischen Endzaubertisch. Was ich hier nämlich mit diesem Mob-Spawner oder dieser Mob-Falle quasi bauen will, ist ein automatisches... eine automatische Verzauberungsproduktion, sozusagen. Die Dinge hier sind relativ einfach zu bauen. Automatischer Verzauberer ist einfach Bücher, Diamanten, diese Redstone-Rezeptionsspule, Maschinenrahmen, Plastik, Obsidian. Und der automatische Endzauberer ist fast dasselbe, nur mit Netherziegel statt Obsidian hier oben. Was kann das Ganze? Ich demonstriere vielleicht zuerst kurz den Zauberer. Der benötigt als allererstes... Und ich stelle den einfach mal irgendwo hierher. Als erstes benötigen wir Strom. Wie alle Maschinen natürlich.
Und zwar Endzauberer. Was kann das Ding? So, ganz einfach. Ihr seht hier mehrere Slots. Als erstes benötige ich Bücher. Habe ich einige, sehr gut. Und zwar platziert man hier ein Buch. Und was haben wir hier? Das Ding hier. Und zwar ein verzaubertes Item. Das legt man dann hier rein. Und ihr seht, jetzt fängt er hier zu arbeiten an. Das dauert natürlich einige Zeit und kostet auch einiges an Strom. Warten wir kurz, bis das Ding voll wird. So. Und wenn das Ganze hier voll ist, tada, hat er einen der Verzauberungen vom Item entfernt, in diesem Fall Feuerschutz 1, und auf das Buch getan. Und das Item nimmt dabei Schaden. Wenn man hier Repeat anstellt, heißt das, wenn es noch mehrere Verzauberungen drauf hat, dass er das immer wieder macht. Man kann natürlich gleich mehrere Bücher reinlegen. Hätte ich Repeat gesagt, hätte er sofort begonnen, die nächste Verzauberung hier zu entziehen. Und wir werden jetzt sehen, wenn er hier fertig ist, wird vermutlich der Goldhelm zerstört werden. Ansonsten bleibt hier ein Item über. Komm schon, du schaffst es. Und bam, wir haben Magic Resistance 1 bekommen. Und der Helm ist verschwunden, weil er keine Haltbarkeit mehr hatte. Das lässt sich natürlich mit allen Items machen. Zum Beispiel, feurige Aura, klingt doch cool. Das heißt, was ich jetzt vorhabe, ist genau diesen Vorgang zu automatisieren. Der zweite Vorgang ist, diesen automatischen Zaubertisch hier zu nehmen. Der funktioniert etwas anders. Und zwar seht ihr hier, der hat einen Tank. Nämlich braucht man fürs automatische Verzaubern Mob-Essence. Das heißt, die Mob-Essence, die wir hier mit dem Malwerk erzeugen, können wir im automatischen Zaubertisch gleich wieder verwenden. Und können somit Items verzaubern. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie wir diesen ganzen Aufbau hier gestalten, ohne dass uns alles in den Weg kommt. Na gut, Schritt 1 des Ganzen wird sein, dass wir doch unser ME-Netzwerk hier schnappen. Und komm her. So. Und hier oberhalb des Malwerks einen ME-Flüssigkeitsschnittstelle platzieren. Das heißt, was wir jetzt sehen sollten, genau, alle Mob-Essenz hier ist verschwunden und ist im ME-System gelandet. Wir sammeln die Mob-Essenz also im ME-System. Der Grund dafür ist folgender, dass wir hier zwar Mob-Essenz brauchen, aber ich würde gerne... Moment, lasst mich kurz überlegen. Eigentlich kann ich das vereinfachen. Okay, nein, ich kann meinen Plan doch vereinfachen. Achso, das kann ich wieder nicht so abbauen. Nein, stopp, aus. Komm zurück. Nicht da unten herumliegen. Nicht, dass mir hier noch eine Lohe aus entbüxt. So. Und zwar kann ich doch Fluid examinen. Was wir nämlich machen können, ist folgendes. Ich kann diese Dinge hier. Und das machen wir so. Lasst mich vielleicht das hier kurz komplett entfernen. Dann tun wir uns etwas leichter. Und ihr seht, hier habe ich jetzt das feurige Aura-Buch und wow, der Lederharnisch hat es sogar überlebt. Was ich hier machen möchte, ist meinen Entzauberer zurückhaben. Und zwar, der automatische Zaubertisch wird hier platziert. Dann können wir nämlich gleich Strom auch noch anschließen. Und, wo ist das Ding? Die ME-Flüssigkeitsschnittstelle wird hier. Nein, das kann ich so nicht machen. Lass mich kurz verlegen. Da oben in der Decke platziert. So. Da oben will ich die Flüssigkeitsschnittstelle haben. Machen wir die Verbindung hier rüber. Und zwar machen wir
Folgendes. Ich habe hier einen ME-Flüssigkeitsfüllstandemitter, den kennen wir ja schon. Und was ich jetzt hier mal daraus mache, ist... komm her. Dass ich hier das ME-Netzwerk herunterziehe und hier anschließe. Dann einem pneumatischen Servo, das Ding hier, hier installiere. Einen Eimer an MobEssence brauche ich natürlich wieder zum Filtern. Und zwar sage ich ihr, hey, du sollst mir ein Redstone-Signal ausgeben, wenn ich mehr als, wie viel sagen wir, 10 Bucket an MobEssence im System habe. Momentan haben wir weniger als 10 Bucket im System, weil ich erst das Ding angeschlossen habe. Aber was ich jetzt hier sagen kann ist, hey, du bist nur aktiv, wenn du ein Redstone-Signal bekommst. Was wir jetzt hier sehen ist, wir haben momentan 227 MobEssence, weil von den gekillten Lohn ist ein Teil hier und ein Teil hier oben ins System geflossen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eben diesen Tank hier anschließe und entleere, sollten wir an sich sehen, dass die komplette MobEssence in das System fließt. Oh nein, doch nicht. Lasst mich zu Demonstrationszwecken das hier etwas nach oben stellen. Wir verzaubern einfach schnell was, dann sehen wir das gleich. Und ihr seht, einmal so verzaubern. Wow. Anscheinend benötigt es sogar alle 4 Bucket. Oh wow. Also eine Level 30 Verzauberung benötigt ziemlich viel. Und hier kann man natürlich den Level einstellen. Je höher der Level, umso länger dauert es. Also ihr seht, 2590 WK. WK steht für Work, also Arbeit. Benötigt das Ganze. Und ziemlich viel MobEssence. Was ich nämlich will, ist eben, dass das Ding hier soll erst ein Redstone-Signal ausgeben, wenn wir einen großen genugen Speicher, einen Reservoir an MobEssence im System haben, das wir nutzen können, sollten wir etwas benötigen. Wow. Und leer. Die 4 Buckets, die hier reinpassen, haben nicht mal für die Hälfte gereicht. So. Testen wir das Ganze nochmal. Wir sollten jetzt sehen, es sind bei weitem weniger als 100 Buckets im System. Wenn ich das hier jetzt entleere, sollte kein einziger Bucket davon in unseren Zaubertisch fließen. Und, jawohl, ihr seht, es fließt hier durch, aber nichts davon geht in den Zaubertisch. Es landet alles im ME-System. Natürlich sind 100 Bucket etwas viel. Wir stellen das Ganze wieder auf 20 und aktivieren hier damit das Redstone-Signal. Und er bekommt wieder etwas. Das heißt, immer wenn hier jetzt etwas stirbt, wird die komplette MobEssenz zwischen Zaubertisch und Flüssigkeitsschnittstelle aufgeteilt. Eigentlich wäre es doch besser, wenn ich es genau umgekehrt mache. Lasst mich das kurz überlegen. Vielleicht sollte ich das hier deaktivieren, wenn ich eine... Ja, das machen wir. Momentan ist es eben so, dass die MobEssence zwischen dem hier und dem hier aufgeteilt wird. Aber ich möchte, dass die komplette hier reinkommt, also setzen wir einfach das Ganze hier nochmal an und stellen es genau umgekehrt an. Das heißt, du sollst nur aktiv sein, wenn du kein Redstone-Signal hast. Oder wenn du ein Redstone-Signal hast. Eigentlich können wir das jetzt einstellen, wie wir wollen. Machen wir es so. Ich weiß schon, was wir machen. Und zwar diesen Emitter wieder her. Mein Inventar ist schon wieder viel zu voll. Das ist echt schrecklich. Hopp. Das kommt hierher. Und ich sage, hier haben wir eingestellt, hey, wenn wir mehr als 10 Bucket haben, gibst du ein Redstone-Signal aus. Hier stellen wir... Hey, warum? Was? So. Keine Ahnung, wo diese seltsame Zahl hergekommen ist. Hier stellen wir ein, wenn du mehr als 15 Buckets hast. Das heißt, wenn wir mehr als 10 Buckets haben, wird... Warte, und du hier wirst auf niedrig gestellt.
Das heißt, wenn hier ein Redstone-Signal ist, wird nichts mehr in das System hier weitergeleitet. Das heißt, wenn wir mehr als 10 Buckets haben, wird die Mob-Essenz zwischen beiden aufgeteilt. Wenn wir mehr als 15 Buckets im System haben, landet alles hier drin und überhaupt nichts mehr in der Flüssigkeitsschnittstelle. Damit haben wir mal den ersten Teil dieses Builds fertig und den einfachen Teil, das automatische Enchanting. Was uns hier noch fehlt, ist ein ME-Exportbus. Lasst mich kurz überlegen, wie mache ich das. Wir brauchen noch eine Zufuhr an Büchern und eine Abfuhr der verzauberten Bücher. Ja, also die Zufuhr lässt sich ja relativ einfach machen. Das machen wir einfach so. Jetzt sollten wir sehen, genau. Der bekommt hier Bücher. Die Abfuhr machen wir gemeinsam mit dem automatischen Entzauberer. Denn das wird etwas komplizierter. Den klatschen wir erstmal hierher. Und diese Kiste kommt hier auf die Seite. Ah, können wir ja nicht, weil er ja nach hinten ausgibt. Mist, dachte er gibt an einer Seite aus. Und zwar, was wir hier jetzt machen wollen, ist alles. Oder? Eigentlich müssen wir das Ganze gar nicht hier machen, wenn wir alles in das ME-System importieren. Aber eigentlich müssen wir auch nicht alles in das ME-System importieren. Was ich nämlich machen will, ist natürlich diese Dinge hier eben, alle automatisch zu entzaubern. Das heißt, wir brauchen Item-Ducts, die uns diese Items hier an den automatischen Entzauberer zuführen. Optimalerweise platzieren wir das Ganze dann vielleicht so. Nein, das ist auch nicht gut genug. Denn wir kommen sicher nicht mit 9 Filteroptionen aus. Das heißt, was ich gerne machen würde, ist möglichst viele Seiten davon verwenden können. Ungefähr so. Dann kann ich diese Seite hier deaktivieren. Und wir haben hier 2 Seiten, an denen ich Input angeben kann. Und diesen Mülleimer benötigen wir auch noch. Trashcan. Die landet ganz einfach. Jetzt haben wir ein kleines Platzproblem. Aber hey, wir können es ja ganz einfach so machen. Problem gelöst. Oh, wo kommst du denn her? Ah! Warum? Hey, warum hat der Zombie meine. Habt ihr das gesehen? Der hat meinen Trank gehabt. Naja, jetzt habe ich ihn wieder. Muss wohl vorher irgendwie da hineingefallen sein. Und zwar. Das hier. Machen wir folgendes. Wir haben hier Goldharnisch, Goldstiefel, Lederharnisch. Ja, mehr haben wir momentan nicht. Und so sagen wir hier, in den Mistkübel darf nur Goldstiefel, Goldharnisch. Und das Wichtige ist, wir müssen Nutzer-NBT sagen. Wenn wir das hier nicht sagen, würde er auch die verzauberten Items reingeben. Aber Nutzer-NBT sagt ihm auch nur diese Items mit exakt diesen Verzauberungen. Ist das alles, was wir hier haben? Jawohl. Das heißt, alle unverzauberten Goldharnische, Goldstiefel und Lederharnische landen jetzt in der Mistkübel. Und die verzauberten Dinge sagen wir ihm. Ich brauche ja wieder Platz im Inventar. Soll er uns hierher ausgeben? Whitelist, Goldhelm, Nutzer NBT wieder und ignoriere Metadata natürlich, das habe ich vergessen. Ignoriere Metadata müssen wir sagen, sonst trifft es nur auf exakt diese Haltbarkeit zu. Und mit ignoriere Metadata sagen wir eben, egal welche Haltbarkeit das Ding hat. Das heißt, Helm, Stiefel, habe ich gar keinen, Harnisch. Pneumatischen Server noch bitte, sehr schön. Helm, Stiefel, noch irgendwas. Und hier dasselbe für,
Leder. Genau, und Gold- und Lederschuhe kommen da noch hier hinein. Lederhelm habe ich, glaube ich, momentan keinen. Nein, aber einen Bogen. Den wollen wir natürlich auch haben, aber. Hey. Ach, ich habe so ein Platzminutar, das ist echt schrecklich. So, jetzt aber. Hier sagen wir, Bogen soll hinein. Und hier kommen dann auch Schwerter und alles rein, also Waffen zum Beispiel alles. Das heißt, funktioniert das so? Sollte an sich funktionieren. Strom benötigt es noch. Machen wir einen kurzen Testlauf und ich brauche noch einen. Ich nehme jetzt hier mal einen Hebel, weil das dann einfacher zu testen ist. So, das heißt, wir haben hier eine Whitelist, nur das Zeug wird akzeptiert. Wir haben hier eine Whitelist, nur das Zeug wird akzeptiert. Wir haben hier eine Whitelist. Wenn ich das jetzt anschalte, was passiert? Ein unverzauberter Goldharnisch und Schuhe und alles landet hier hinten drin. Das finde ich sehr gut. Und kommt hier auch was Verzaubertes? Aha. Oh, das war verzaubert. Okay. Sehr schön. Das heißt, es hat funktioniert. Die verzauberten Hosen sind hier. Hier haben wir noch, was ist da drin? Zeigt uns nicht an. Verzauberte Lederstiefel. Und diese verzaubernden Dinge haben wir noch alle hier. Wunderbar. Was benötigen wir noch? Bücher. Oh, ich sehe gerade, wir sind leider schon am Ende angekommen. Das heißt, wir haben zumindest mal ein Proof of Concept sozusagen, einen kleinen Prototypen. Das Ganze funktioniert so halb. Um den Rest werden wir uns dann das nächste Mal kümmern. Aber das Ganze nimmt ja schon ganz schön Form an. Was uns noch fehlt, ist eine automatische Abfuhr der verzauberten Items. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, dazu mehr später, nämlich beim nächsten Mal.